meiste Gereiste reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. Hallo miteinander, heute mal ein bisschen langweiliges Video und zwar Datensicherung. Beziehungsweise ich sag mal, ja, keine Ahnung, wie man das definieren soll. Ich habe halt versucht, das, was ich im Experiment rausgefunden habe oder durch Zufall dann durch Experiment bewiesen habe, in unserer Wissenschaft zu finden oder in unseren Aufzeichnungen oder wie man das immer nennen mag. Ne? Ja, ich habe mir dann angefangen, einfach mal ein paar Seiten rauszusuchen. Keine Ahnung, ich glaube, ich haue euch die Links alle mal unten rein. Zum Beispiel, das ist jetzt physikunterricht-online.de. Es sind einige Seiten. Ich hatte auch noch ein paar englische. Ich habe mich aber dazu entschieden, die englischen nicht mit reinzunehmen. Nur deutsche Seiten, beziehungsweise habe euch, falls es glaube ich eine englische war, übersetzt mit so einem Programm hier. Egal. Auf jeden Fall geht es darum, was ich eben entdeckt habe. Und die Frage war jetzt für mich, ja, ist das was? Ist das bekannt? Ist das ganz normal? Kennt das jeder und so? Deswegen habe ich auch in den vorherigen Videos so ein bisschen, ne, macht jetzt vielleicht Sinn für den einen oder anderen. Naja, egal. Ja, also wie gesagt, es ging darum, den Effekt in unserer Physik oder in unserer Wissenschaft oder in unseren Lexikas, wie man das nur sehen will, wiederzufinden. Und ich nehme es gleich mal vorweg. Wie gesagt, ich mache das Video jetzt nur zur Datensicherung, dass wir das hier nochmal gesehen haben, wo ich mir dann eben 100% sicher war, dass ich was habe, weil wenn es eben nicht in den Büchern und so steht, dann, naja, gut. Alles Weitere findet ihr in der Videobeschreibung, da ist noch eine kleine Playlist zu diesem ganzen Thema, zu meinem Forschen, ein paar Experimente etc. Und ein Teil wird dann auch in der Joule-Div-Playlist auf meinem Kanal, vor allen Dingen die letzten Videos über das Joule-Div und so, also Action for Free Wicklung ist da der Suchbegriff, damit ihr mal so ein bisschen Bescheid wisst. Ne? So, und jetzt gehen wir hier mal rein. Es ist halt so, dass um es zu verstehen oder um es zu machen, sind im Grunde genommen alle Mittel da. Also ich sage jetzt mal, Hashtag gekonntes weglassen. Ne? Das ist so da geht es so ein bisschen in die Verschwörungssache rein und so, und die kann ich mit dem Ding auf jeden Fall komplett pow, auflösen. Das ist alles Dünnschiss. Das ist einfach nur die komplette Verblödung und Dummheit der Leute. Also ich denke schon, dass das irgendwann sich immer mal ausgedacht hat und so. Aber egal. Es geht halt darum, dass die Mittel, um es im Endeffekt machen zu können, die sind schon da. Aber dieser explizite Teil, ich nenne das jetzt mal einen dritten Zustand der Spule, der wird eben gekonnt weggelassen. Es gibt ein paar Seiten, die rechte, linke Handregel und so erklären, wo im Text dann darauf eingegangen wird, dass das eben bei gewissen Sachen nochmal anders ist. Aber da gibt es dann keine Beispiele, keine Bilder und nichts. So, wir gehen jetzt mal rein, wie gesagt, hier physikunterricht-online.de. Wie gesagt, ich will das jetzt nur zur Datensicherung haben. Hier noch gleich mal ein kleiner Aufruf, wer das Auto von mir hat, das Video noch oder sich irgendwo gesichert hat oder so, bitte bei mir melden. Ich brauche unbedingt das Video wieder. Das wäre super, weil da habe ich so eine Aufzeichnung auch gemacht wie jetzt. Und da könnte man auch einen kleinen Betrug aufdecken. Es geht auch so noch. Ich muss halt zeitnah ein Video machen und dann. Und sowas Ähnliches haben wir hier jetzt auch. Ne, wenn man jetzt sagt, ja, jeder kennt, also ich mache das jetzt mal vereinfacht. Ne? Jeder von euch kennt hoffentlich ein Magnet und da haben wir Nord- und Südpol, das hat irgendwo, denke ich mal, vielleicht schon mal jeder gehört. Ne? Wer nicht, Internet ist da, kann man sich mal schlau machen. So. Wenn ich euch jetzt sage, dass das falsch ist, wird der eine oder andere sagen, ja, der hat ja komplett Lack gesoffen. Ne? Naja, falsch ist es nicht. Es ist wie in dem Fall hier, es wird eben was weggelassen und zwar, das ist die Null im Magnet. Ne, Nord, Süd, Null, Dreifaltigkeit. Ne? Das haben die ja nicht irgendwo sich ausgedacht. Ne? Das haben, die schreiben ja bloß ab. So, und hier haben wir eben jetzt Nachweis, dass auf dem Gebiet 100 Jahre abgeschrieben wurde. Das ist genauso wie mit dem Magnet, dass er eben auch in dritten Pol oder was weiß ich, dritten Abteil hat oder wie man das nennen will, weiß ich nicht. Da kann ich euch nur empfehlen, John Bedini, der hat, da gibt es ein paar russische Videos dazu, der hat das auch schon mal vor Jahrzehnten erklärt. Ne? Gut, also nur mal so ein kleiner am Rande. Ne? Die
diese Sache, um die es jetzt hier geht, die ist im Endeffekt eine ruhende, ich nenne es jetzt mal eine ruhende Schaltung, sage ich jetzt mal. Und dieses Prinzip hat der Jim Murray, da haue ich euch auch nochmal einen Link in die Beschreibung. Ja, ich weiß nicht, in den 70er Jahren oder so, oder in den 80ern, keine Ahnung. Das hat mir mal Michael in UFO, viele Grüße an der Stelle, der hat mir damals den Link geschickt zu dem und ich habe mir das mal angeguckt. Und der Mann hat es sozusagen mechanisch gemacht, was ich aus Versehen elektrisch oder wie ich sage da immer Solid State Modus dazu, ne? Also eine Schwingung oder ja, ein Step Up, ein Step Down ist auch sowas, ne? Also da bewegt sich ja nichts oder ein Schaltnetzteil und da kann man eben was machen, so. Ne? Und dieser Jim Murray, der hat das halt mechanisch gemacht, der hat das mechanisch auch wunderbar erklärt. Ich konnte dann auch, also das ist der Jim Murray, habe ich später gefunden, wie gesagt, durch den Mischa. Vielen lieben Dank nochmal an Mischa für die Unterstützung und Beistehen hier und mit das Hirnschmalz anstrengen, dass wir das halt kapieren. Und ja, vielen lieben Dank nochmal dafür. Ne? Und dieser Jim Murray ist eben der mechanische Part, sage ich jetzt mal. Ne? Gut. Kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen, sich das anzugucken. Das ist wirklich extrem wichtig. So, und wie ich es euch beim Magnet erklärt habe, Nord, Null, Süd, ne? Nullpunkt Energie, Null, ne? Aber das ist ein anderes Thema. So kann man das im Grunde genommen auch bei der Spule sehen. Na? Also, wenn man jetzt, ich habe das auch mit ein paar Leuten getestet aus dem NBN mit unseren Bastlern, die sich wirklich richtig gut auskennen, auch ich sage jetzt mal, naja gut, ich will keine Namen nennen, ne? Dann siehst du wieder, oh, die haben keine Ahnung oder so. Also auf jeden Fall, ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die Jahrzehnte Erfahrung haben mit Elektronik und Schaltungen und alles drum und dran, Funk, Audio und alles, was du dir ausdenken kannst, ne? Schaltnetzteile und alles so. Und ich habe sie halt gefragt, was ist der dritte Zustand der Spule? Also von einer elektrischen Spule. Ich rede jetzt hier von, ne, ihr seht es ja schon, Magnetfeldern in Spulen, darum geht es im Grunde genommen. Und niemand war in der Lage, mir den dritten Zustand der Spule zu nennen. Ich werde den in diesem Video auch nicht nennen. Ne? Also wenn ihr da Hoffnung hattet, könnt ihr vergessen. Das machen wir wirklich Stück für Stück, weil sonst heißt es wieder sonst was. Ne? Naja, egal. Bin ja nur schon ein alter Hase, ne? Bin ja schon ein bisschen dabei, ich kenne noch meine Pappenheimer. So, und zwar habe ich dann eben meine Experimente gemacht und wie gesagt, mit Micha viel gequatscht, viel Theorie gemacht. Wir haben natürlich auch viel lernen müssen mit Induktivität und bla bla bla. Und, ne? Und es ist halt ein Vorteil, wenn man es nicht halt mit vielen Blindleistungen, hatte ich mich vorher schon beschäftigt, wer meinen Kanal da richtig verfolgt oder auch Discord und so dabei ist. Der Wes, ne, das hängt eben dann hier auch mit zusammen, ne, aber da kommen wir dann später mal noch drauf. So, und zwar war eben die Aufgabenstellung für mich im, ich sag's mal, im Internet, ne, zu die Erklärung zu meinem Aufbau zu finden, weil muss es ja geben, ne, Elektrik ist ein alter Hut, ist ja alles bekannt und ja, bekannt ist es, aber das wird so ein bisschen, so. Und wie gesagt, die Zielstellung war eben, den dritten Zustand, sag ich mal, der Spule zu finden. Wir haben da viele Seiten, und also viele Internetseiten. Und wenn man jetzt mal, ne, eben hier Magnetfelder von Spulen, habe ich einfach mal eingegeben. Er fragt mich jetzt nicht, was die Suchbegriffe waren, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ne? Ich habe das gesammelt über Monate hier. Immer wenn ich mal den Mist hier alles durchlesen, das ist nämlich auch so eine Sache. Aber das war dann später verstehen. Also das ist schon richtig, was hier steht, ne? Aber es fehlt halt einiges. Naja. Gut, hier haben wir die Stromstärke der Spule, Windungszahl der Spule, Länge der Spule, Material innerhalb der Spule. Und hier geht es dann langsam los, magnetische Feldstärke innerhalb etc. Ende. Wir haben jetzt hier noch weiter mit bewegte Längen, was? Ladungsträger im Magnetfeld. Können wir jetzt auch mal, klicke jetzt einfach mal drauf. Ja. So, und ich hatte halt so für mich gehofft, dass man halt mal ja, eine vereinfachte Schaltung findet oder irgendwas. Und ja, dass es eben nachvollziehbar ist, einfacher.
Ne? Aber hier kommen wir jetzt schon, nee, warte mal, untersuchen wir Elektronen, die Masse, nee, so, ne, da sind wir jetzt schon wieder bei Masse. Und wenn man sich das jetzt hier alles mal reinpfeift, was ich tatsächlich getan habe, kommt man eben, wenn man die Informationen schon hat, dass die Magnetfelder, dass man da eben was machen kann, sage ich jetzt mal, ist es schon sehr interessant, dass man hier nichts findet drüber. Ne? Das ist jetzt hier natürlich eine endlose Dingsstrecke. Ne? Magnetfelder zum Schutz und dann sind wir langsam am Ende. Ne? Wie gesagt, hier geht es nur jetzt, theoretisch könnt ihr abschalten, ich werde ab und zu mal schon noch was sagen, aber im Grunde genommen geht es ja nur darum, das mal festzuhalten, dass ich später mal sagen kann, hier guckt auf allen Seiten, was ich gefunden habe, sind natürlich wieder alles die falschen Seiten, ist klar, die werden das dann hier ändern, ne? Und deswegen will ich das mal, ich sag mal, festgehalten haben, dass es jetzt eben so ist, dass ich dann eben noch ein Video machen kann und sagen kann, guckt, hier, so war es vorher, da kann ich mir das ja nochmal rausschneiden und dann blenden wir das Neue ein, dass es dann endlich mal nach 100 Jahren korrigiert haben. Ne? Die guten Abschreiber, ne? Naja, gut. Ja, Massenspektrum, also ne, hier, das, also ich hätte gerne mal gesehen, das haben wir glaube ich auch in dem Video, geht es einfach mal zur nächsten Seite, ein paar Dinger sind ja schon, ja gut, das ist so wieder scheiße, das ist halt alles von Leuten, die es nicht kapiert haben, für Leute, die es nicht kapieren sollen, ne? Toll. Und das, hier können wir sogar mal umpolen, ne? Genau, hier haben wir es schön, wenn ich sage, also ich hoffe mal, dass jedem bekannt, wenn man jetzt eine Spule hat, also wir müssen mal festhalten, dass wir hier, wir reden hier über Magnetfelder von Spulen, war ja das erste, wo wir waren. Ich gehe mal zurück. Magnetfelder von Spulen, ne? Schon mal sehr interessant, dass hier weder eine Spule abgebildet ist, noch ein Magnetfeld. Fällt irgendwie 100 Jahre lang kein auf. Ich verstehe das nicht. Na gut, ich will mich nicht aufregen. Ne? Also das ist mal Punkt 1, wo mir schon so, aha, ist ja auch nicht nötig, ne? Wenn ich einen Google-Schreiber erkläre, warum soll ich den denn zeigen? Da absolut hirnrissig, ne? Ne? Und so werden die Leute hier verblödet, ne? Na gut, machen wir weiter. Hier. Ne, wenn ich jetzt sage mal, das ist die Spule, ich hole euch eine Spule. So, also, einfach gesagt, ein Stück Plaste mit Kupferlackdraht draufgewickelt ist eine Spule. So ähnlich wie beim Näherei-Faden auf einer Spule oder so. Ne? Da hat man halt eben Anfang, Ende. Und wenn man das jetzt mit einem Dauermagnet erzeugen will, macht man Gleichstrom ran, Plus und Minus. Und in dem, auf der Seite jetzt online, bestehen eben die zwei Möglichkeiten, umpolen. Ne, das bedeutet, ich drehe entweder die Spule, die zwei Anschlüsse, oder ich drehe die Batterie, wenn ich jetzt Plus und Minus, ne, mit einer ja, Batterie eben das mache, die Plus und Minus hat. Also haben wir hier das auch in der Zeichnung hier nur, achso, ich habe noch ein paar andere Beispiele mitgebracht. Ne? Eine Spule kann natürlich so auf einem Kern sein oder auf einem Stab gewickelt oder in die Luft gewickelt. Gibt auch Luftspulen, genau, muss man auch dazu sagen. Man braucht das nicht unbedingt, egal. Ne? Gibt einen Haufen verschiedene Spulentypen und Arten. So, und hier wird jetzt klipp und klar einem gelernt oder suggeriert, dass es eben nur zwei Sachen gibt. Punkt, Ende, aus. Ne? Das haben viele, wissen das. Ich will noch mal ganz kurz, wie es nicht hier Grundkurs, aber so, wenn man jetzt hier Plus und Minus drauf geht, hat man eben oben Nord oder unten Süd. Wenn ich das umpole, ändert sich das Magnetfeld. Das seht ihr auch hier in der Zeichnung, wenn ihr hier auf die zwei Pfeile achtet. Das ist im Endeffekt eine Kompassnadel. Ne? Und wenn ich jetzt hier umpole, zack, dann ändert sich die Flussrichtung. Ne? So, also hier könnte man jetzt schon mal sagen, auf der Seite, okay, diese ein, zwei Zustände, die wir alle in der Schule auch gelernt haben, werden hier dargestellt. Ne? Herr W. Fendt, also die Animation ist okay. Ne? Ich finde die auch eigentlich gut, aber visuell
für Kopf und Auge, wo ist hier die Spule? Ne? Also wenn, dann doch bitte mal mit einer Spule, dass man das mal in Realität, damit man das in den Kopf reingeht. Ich brauche es nicht mehr, ich habe es drin, ich habe meine Experimente gemacht. Aber das ist eben schon eine Zeichnung, die ist viel zu verkompliziert. Ne? Das ist keine Ahnung. Naja gut, auf jeden Fall haben wir hier jetzt mal zumindest mal ein bisschen ein visuelles Bild, wo man sagen kann, okay, wenn ich hier umpole, wechselt das Magnetfeld. Wie gesagt, also ich finde das eine Katastrophe. Wir sind jetzt hier auf lifephysik.de, Elektrizitätslehre, Joachim Herz Stiftung. Aha, der Herr Herz. Da wird er sich im Grabe umdrehen, Leute. Ne? Wobei ich bin der Meinung, dass es einer davon ist. Also das weiß ich nicht. Ne? Ich blende dann mal das Bild ein, was mir Nico geschickt hat. Von den Strolchen, die das wahrscheinlich damals alles ausgeheckt haben. Und ich weiß jetzt nicht, ob da Herr Herz dabei war. Ne? Ich will ja nichts Falsches sagen. Wir hauen das Bild, da mache ich vielleicht auch mal ein extra Video, wo wir sagen, wir tun das Bild mal, die ganzen Herren, die da drauf sind, die ganzen Namen mal auflisten. Also Herz ist der Namensgeber. Ich hoffe mal, das ist jetzt Joachim Herz. Jetzt muss ich mal schnell gucken. Okay, ich bin jetzt mal auf der Seite hier. Keine Ahnung, weiß ich nicht, ob das mit dem Herz, also die Einheit Herz, das wird ja jedem bekannt sein. Scheinbar hat das doch nichts mit dem zu tun. Ist egal. Dann dreht sich eben jemand aus dem Grab um. So, und hier wird jetzt eben, ja, wie ich euch gesagt habe, hier Nord-, Südpol der Magnetnadel, ja, wird einmal erklärt, das kann man hier in Lösung einbringen, die Magneten sind konzentrische Kreise in einer Ebene senkrecht zum Leiter mit einem Leiter als Mittelpunkt. Hm. Gut, ich weiß es auch nicht, das kann ich mir auch nicht sichtbar machen, aber ich sage, das sind wahrscheinlich eher Wirbel. Ne? Gut, machen wir weiter. Also hier haben wir mal ein kleines visuellen Ding, das habe ich mir glaube ich rausgesucht, weil eben hier nur Plus und Minus, eben nur das Umpolen ist. Und ich denke auch soweit, wenn ihr ehrlich seid, sagt ihr auch, ja, was will denn davon, das ist doch alles richtig und etc. Könnt ihr ja mal vom hohen Ross absteigen und Hashtag richtig reinballern in die Kommentare, damit ich eben auch mal sehe, dass ihr auch sagt, okay, so ist es, so wird es in der Schule und etc. Natürlich werden das in Zukunft alle abstreiten nach meinen Videos. Ne? Das wird dann abgestritten, weil dann müsste man ja einen Fehler zugeben. Und das geht ja nun mal gar nicht. Ne? So, und das wird dann später geändert. Dann wussten es auch immer alle. Alle haben das schon 1000 Jahre gehabt. Und naja, ne? Und dann, aber hier haben wir es mal schön. Ich kann das schön alles nachweisen, dass eben die Verblödung der Menschheit, also die Eigenverblödung, ne? Nicht jetzt eine böse Verschwörung oder so, mag es vielleicht mal gegeben haben. Wie gesagt, die netten Herren auf dem Bild blende ich euch nochmal ein. Tja, hier haben wir nochmal Herrn Helmholtz. Das war der Schüler von Herz, glaube ich. Ne? Ja, Schlusskunst, genau. Also 100% wie ich an nicht alles. Ne? Aber viel gelesen. So. Und hier geht's um, hier sind wir, studismarter.de Physik, Elektrizitätslehre, / Spule. Also wir reden hier wieder, ne, von sowas. Wir scrollen jetzt einfach mal, wir fliegen jetzt mal ganz schnell drüber. Hier haben wir jetzt ein Schaltbild. Genau, Entschuldigung, Schaltzeichen. Hier steht es noch, das Schaltzeichen. Ja, wie das eben in dem Schaltplan und so aufgezeichnet wird. Oh, okay, hier haben wir jetzt mal die Zylinderspule. Das wäre hier sowas, ne? Kann man natürlich tausende Varianten machen. Okay, also hier haben wir schon mal visuell ein Bild. Das ist schon mal gut. Ne? Das haben wir ja bei den meisten Seiten überhaupt nicht. Hier wird dann nur erklärt, Induktivität, Berechnung, bla bla bla. Alles super. Ne? Also da kann man nichts sagen. So. Die Definition der Schaltung. Wir gucken nochmal, wie gesagt, weiter. Aufbau und Art. Hier haben wir Zylinder, Ringspule, Rakowski-Spule, Helmholtz-Spule. Da fehlt hier noch die Action-for-Free-Spule. Die fehlt noch. Ne? Jetzt können wir aber uns spaßenshalber mal durch. Jetzt mal kurz die Helmholtz-Spule uns angucken. Okay, das ist Mandelwellenwicklung. Aha, lustig. Aha. Okay. Na gut. Mandelwellenwicklung. Dann ist wohl die Rukowski, das müsste ja dann, was den meisten als
Tesla oder Pengekäu, oder? Haben sie die aus Versehen wieder weggelassen. Tourette von Luftschwule, sei es keinen, bla bla bla. Ja, also hier haben sie natürlich wieder aus Versehen die Pengekäu von Nikola Tesla weggelassen. Ne? Kann ja mal passieren, ne? Ist ja nicht schlimm. Ne? Naja, müssen wir dann, meine Spule fehlt hier auch noch, ne? Ja. Oh doch, hier, Tesla-Spule. Das hatte ich in die ähnlich der Helmholtz-Spule nicht in meine Einsatz, sondern meine Anordnung zweier Spulen mit der Tesla-Spule. Ah, okay, also hier haben sie Tesla sogar erwähnt. Jetzt müssen wir mal weiter gucken, ob tatsächlich Ringspule, Rokowski-Spule, Helmholtz, hier haben wir dann schon wieder keine Bilder mehr, ne? Stromverschlossene Spule, Magnetspule. So, mal gucken. Ja gut, dass jeder Strom durchschlüsselt, Leute, ja genau. So, jetzt geht es halt wieder um dieses Umpolen, sage ich mal, und eben einen dritten Zustand. Deswegen müssen wir auf jeden Fall, wie gesagt, alles durch. Ich muss gerade bei der Hälfte, ich muss ein bisschen schneller machen. Spule, Stromkreisspannung, Wechselstrom. Gut, hier geht es dann schon wieder um Wechselstrom. Was komplett dann nochmal verwirrender ist, Spule, Formeln, Induktivität und Magnet. Fällt. Ich denke, das ist hier der richtige Punkt. Da müsste jetzt dann irgendwo die linke und rechte. Ah nee. Ah, cool. Das wird ja dann schon mal einfach weggelassen. Okay, na gut. Spule berechnen. Wollen wir auch nicht. Magnetfeld einer Spule berechnen. Da geht es mehr um so um die Stärke. Auch nicht so unser Fall. Also ist natürlich auch interessant, ne? Hier ist jetzt noch mal, ich glaube, so eine kleine Zusammenfassung oder was? So dieses, ne? Strombild, ein Magnetfeld, also es wird einfach nicht erklärt. Ne? Die erklären im Grunde genommen alles, aber das, der eine Ding wird aus Versehen mal weggelassen. Ne? Und hier die Pancake-Koi fehlt im Grunde genommen auch, weil bei der Tesla-Spule eine besondere Spulenanordnung. Im Grunde genommen ist ja die Tesla-Spule eine Zylinderspule. Die besondere Tesla-Spule, wenn man das sagt, ist ja die Pancake-Coil. Ne? Haben sie aus Versehen wieder vergessen. Ne? Wie sind das, was ich entdeckt habe, haben sie aus Versehen vergessen. Ne? Kann ja mal passieren. Wechselstrom, gut, das interessiert uns jetzt nicht. Bla bla. Also gut, das ist hier wieder dann Blindstrom-Geschichte. Also Blindleistung. Vor allen Dingen Leistung, ne? Warum heißt denn das nicht Blindverlust? Oder Verlustleistung? Naja, egal. So, hier haben wir dann Nachweise, bla bla bla. Also, dass wir auf das, was ich hinaus will, kommen wir hier auf dieser Seite auch nicht. Ich denke mal, wir haben es jetzt alles gezeigt. Sehr schön. Nächste Seite, ne? Hier wieder magnetisches Feld, Spule. Hier haben wir jetzt mal auf dem Bild so einen Ringkern abgebildet hier. Ne, hatte ich euch ja gesagt, das ist egal, man kann es mit dem Ringkern oder beim Ringkern, das kann ich euch ja auch gleich mal sagen, beim Ringkern oder beim Stab sind die Magnetfelder immer 180 Grad verdreht. Hat mich viel Zeit gekostet, das rauszufinden. Gut. Magnetfeld ist geradenlässig, da würde ich jetzt mal lieber auf die Spule eingehen. Gehen wir mal auf Grundwissen. Also ich finde das, also das ist auf jeden Fall Grundwissen. Ne? Hier haben wir jetzt die Zylinderspule, also jetzt nicht diesen Ringkern hier oben vom Bild, diesen blauen, nee, hier, ne, ganz normale Zylinderspule, Entschuldigung, ah, nee, warte, Tesla-Spule, Unterschied zur Zylinderspule und Tesla-Spule, muss ich nochmal ganz kurz, was die hier gesagt haben, das ist mir gerade aufgefallen, gut, hier haben sie nicht, hier haben sie mit drin, hier sind, also der Innendurchmesser hier, wo ich hier den Kugelschreiber reinstecken kann. Kurz danach beginnt die Wicklung. Ne? Wenn man jetzt mal guckt, hier außen ist noch so viel Platz, also hier ist ungefähr ein Zentimeter drauf gewickelt, immer so hin und her und drüber und rum und runter. Und die Tesla-Spule ist das Besondere, die hat nur eine Wicklung nach oben oder nach unten. Ne? Also nicht übereinander, nicht quer, nicht schräg, sondern gut, kann man sagen. Aber im Grunde genommen ist es eine Zylinderspule ohne mehrere Lagen. Also das ist nicht so besonders, da ist eher besonders, wie gesagt, die Pancake-Coil wird das genannt. Würde ich euch doch mal ans Herz legen. Hätte ich beinahe einen Fehler gemacht. Gut, machen wir weiter. So, hier haben wir jetzt schon mal wieder Animationen. Ist auf der einen Seite, warte mal, erstmal, achso, live wie Physik sind wir jetzt wieder, da waren wir doch schon. Okay, ja egal, ne?
sind wir jetzt halt hier. So, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wer sich hier sowas durchliest und etc., dass eben jetzt die Spule im physischen Bild von einer Spule oder so, dass das jetzt nicht hier eingezeichnet ist, finde ich ein bisschen schade, aber okay. Ne? Wenn man jetzt hier sagt, das ist eben ja so eine Luftspule, ne? Eine Zylinderspule ohne Kern, wenn man es richtig definiert, glaube ich, oder so wissen? Doch, ja, genau, das ist eine Luftspule. Also das ist im Grunde genommen das hier ohne das Plastik. Ne? Kann man ja auch machen in der Luft wickeln. So, okay, es ist gezeichnet, ne? Aber ich meine, wir leben noch nicht mehr 1800. Wieso ist hier kein Bild von einer echten Spule? Ne? Als das ist halt einfacher, dann alles zu verstehen. Okay, wollen wir uns nicht drüber aufregen. Fällt aber trotzdem auf. So, und hier geht's drum. Hier haben wir, guck mal, den kennt ihr schon. Jetzt komme ich nicht drauf. Unsere Kompassnadel, ne? Mit Nord und Süd, mit Polung. Und da wird eben halt hier, im Grunde genommen läuft es immer auf die linke, rechte Handregel hinaus. Diese ganzen Erklärungen. Magnetfeld B in luftgefüllter Spule nennen sie das. Ah, Entschuldigung, habe ich wieder falsch gesagt, ne? Ich hätte gesagt, Zylinderspule ohne Kern oder, ne? Ist ja egal. Weiß ja jeder, was gemeint ist. Und hier geht es eben wieder Windungszahl, Magnetfeldstärke etc. Hier haben wir nochmal dann Verstärkung durch ferromagnetische Stoffe. Also je nachdem, welches Material, ob jetzt Eisen rein tust oder Ferrit oder was weiß ich, ne? Luft, das ist halt alles unterschiedlich. Und dann kommen hier ein paar Aufgaben. Ferromagnetische, bla bla bla, je größer Strom, stärker das Magnetfeld. Im Inneren der Stromspule verlaufen die Magnetfeld von Süd zum Nordpol. Achso, das ist nur so eine Frage. Das war's dann hier schon, ne? Gut. Ja, wie gesagt, also bei diesen Seiten gehe ich mit. Okay, kann sein, dass ein paar Bilder weggelassen werden. Und es ist ja schon ein bisschen tief im Thema drin. Aber hier ist immer wieder... Ja, ich sag mal, hier ist jetzt sogar nur ein Bild abgebildet. Ich sage jetzt mal, wie gesagt, ne, dieses... Umpolen hier, was wir hier hatten, das wird hier vorausgesetzt, dass man das weiß, ne, wenn ich jetzt eben hier umpole, dann wäre hier Süd und hier Nord. Ne. Das, okay, die Zeichnung brauchen wir nicht mit hinmachen, aber die dritte müsste mit hin und die fehlt. Auch bei der Seite, gut, ist dieselbe Seite jetzt, gehen wir mal zur nächsten. Warte mal, habe ich ganz runter gescrollt? Ja, ne? Okay. Stromverschlossene Spule. Was? Simplex.de. Das ist jetzt 10. Klasse. Ja, hier geht es dann um den Elektromagnet. Ne, ein Elektromagnet, wie gesagt, ist hier Spule, wo Strom durchfließt. Und je nachdem, wie der Strom durchfließt, gibt es eben Nord- und Südmagnetfeld. Man kann die Elektronen ein- und ausschalten, ja, indem man die Stromstärke reguliert. Kann man, also hier geht es wieder nur um die Stromstärke. Die Pole eines Elektromagneten kann man vertauschen, indem man die Polung der Spannung vertauscht. Ne? Das ist wieder hier. 2. Ne? Wir sind schon in der 3. Mal sehen, was die 4 ist. Magnetfelder einer Strom durchschlossen. Und hier, genau, jetzt haben wir, was ich euch gesagt habe, das ist im Grunde genommen alles auf die rechte Handregel, Regel hinausläuft. Wie bereits im Beitrag über, ja gut, ich lese euch das nicht vor, da macht euch Pause oder macht euch die Seiten selber auf, wird eben jetzt hier erklärt, dadurch kann man rausfinden, wo sich der Nord- und Süddings befindet. Ne? Das ist für einen Herrn Mann, der kann, der ist ganz bekannt, ne? Das ist nicht für uns oder für, nicht mehr für mich. Ne? Ja. Hier haben wir jetzt eben die Spule, die ist jetzt schon mal ein bisschen grafischer gezeichnet, fast wie so eine Kupferspule, ne? Auch mal ein bisschen in Farbe. Und da haben wir die rechte Handregel, bla bla bla, wird jeder kennen. Und hier wird eben jetzt auch wieder ein Bild gezeigt und gesagt, ja, du pulst es einfach um, ne? Minus und Plus, und dann hast du Minus hier unten und Nord und Plus hier oben und Süd. Ne? Wird nicht explizit jetzt darauf eingegangen. Ne? Okay.
Gehen wir weiter. Hier ist dann wieder Strom, Stärke, interessiert uns nicht, Windungszahl, Länge, das interessiert uns alles nicht. Gut, bei Länge, das ist Klingelresonanz oder ich weiß gar nicht. Eigenresonanz? Überlagerungsresonanz? Keine Ahnung. Länge der Spule. Ne? Wichtig. Querschnitt, Verstärkung des Magnetfelds einer Spule, indem man einen Eisenstab in einer Spule mit einem, ne? Also wenn ich jetzt hier, wenn das jetzt Eisen wäre und schiebe das hier in die Spule rein, dann würde ich die Induktivität erhöhen. Ist natürlich jetzt auch schon wieder interessant, dass hier wird dann gesprochen, dass die das Magnetfeld einer Spule erhöhen. Ne? Also im Grunde genommen ist es Erhöhung der Induktivität und Senkung des Back-EMFs. Ne? Aber das werden wir keiner hören. Ne? Aber gut, das Video muss ich immer noch mal machen. Das ist ja leider auch weg. Magnetische Permeabilitätszahl. Ja, das ist, kann ich euch gar nicht so richtig erklären. Sagen wir mal, das ist die nur 5 Simplex. Wir halten es mal simpel. Das ist die, wie viel Bums der Kern übertragen kann. Power. Ne? Wenn er jetzt einen schlechten Ding hat, dann ist es halt scheiße. Wenn er einen guten hat, ist es halt gut. Gut, ja, hätten wir jetzt mal 3 Beispiele. Ja, ne? Hätten wir es zeichnen können. Aber hier geht es um was anderes, im magnetischen. Was geht es hier? Na, keine Ahnung. Auf jeden Fall könnt ihr mit der diese Permeabilitätszahl, die ist schon wichtig, auch beim Joule-Diff oder EMF. Oder Bedini, also das Kernmaterial ist natürlich extrem wichtig. Aber wir sehen auch hier ein Beispiel, Nord-Süd und Polen, fertig. Ne? Im Grunde genommen, was alle Seiten sagen. Ne? Ich würde langweilig, ihr könnt, wie gesagt, im Grunde abschalten. Geht so weiter. Die Energie einer stromdurchflossenen Spule. Hier haben wir es jetzt mal, hier ist auch ein Video dazu. Hier haben wir noch einen Schaltplan. Ne? Hier haben wir nochmal die. Das ist aber sehr klein. Hier haben wir nochmal die Spule im Schaltplan gezeichnet. Ja, das war jetzt hier mit Selbstinduktion und Induktionsstrom. Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich das... Ja gut, hier sind nochmal die ganzen Formeln und so. Ah, das hätte ich mir mal eine Dings machen müssen. Warum ich mir das damals aufgeschrieben habe. Gut, bei der Berechnung, wenn man das immer einzeln anguckt, diese Spulen, deswegen, das ist so ein kleiner Taschenspielertrick, auf den alle reingefallen sind. Es wird eben immer eine Spule einzeln angeguckt, weil das von mir oder beziehungsweise der dritte Zustand bringt nur was. Ja, mit 2 Spulen oder 2 Wicklungen zumindest auf der Spule und die aber auch nicht einfach so, sondern da kommt ja dann mein Wicklungsvideo und so. Also bei der Berechnung, es kann sein, dass es jetzt hier irgendwo drin steht. Irgendwas war jetzt hier noch wichtig. Mir fällt jetzt nur ein, dass bei den ganzen Berechnungen wäre jetzt... ach, wie hieß der Professor? Scheiße. So, ich habe nochmal geguckt. Walter Levin habe ich euch nochmal rausgesucht. Bei denen könnt ihr das in den Vorträgen, wer sich das geben will... da könnt ihr einen kleinen Hinweis auch wieder finden, wo er dann immer sagt, ihr gebt links oder rechts vor oder ihr gebt den Elektronenfluss vor und dann wird es interessant, in den Formeln wird dann einfach mal gesagt, ja, wir müssen jetzt hier aus Minus Plus machen, ne? Einfach mal so. Wie gesagt, es kann sein, dass es hier irgendwo mit drin ist. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Einfach mal die Seite hier, da geht es ein bisschen schneller, einfach nur zum Festhalten. Jetzt sind wir wieder bei Lifey Physik. Ich glaube, das sparen wir uns jetzt. Die haben ja schon mal 2-mal verkackt. Ne? Ja, aber jetzt nochmal mit einem Aufbau, mit einer Spule. Tesla-Meter. Mhm. Ist auch wieder Induktion. Ne? Also hier wird dann immer mit begriffen, versucht euch zu verwirren, damit mit alle schlau dastehen. Ne? Und ihr immer dumm dasteht, die nicht ganz so tief drin sind. Ne? Also ist ein Induktivitätsmessgerät. Naja, gut, die Einheit ist nun mal Tesla. Aber, gut. Teilversuch, ich weiß jetzt gar nicht, kann ich euch auch nicht mehr sagen, warum ich das mir aufgehoben habe.
der Zusammenhang zwischen Magnetfeld B und Windungsdichte, also hier geht es dann immer nur um die Kraft, hier wieder die Stärke des Magnetfeldes, Aufbau, bla bla bla. Ja, ist immer wieder dasselbe. Was haben sie jetzt so? Was? Quantitative Untersuchung mit einem älteren Versuchsaufbau. So ein Müll. Ne? Anstatt zu mal erklären, den dritten Zustand erst einmal. Nö, nix. Ne? Also ich finde hier dazu nix. Hier hätten wir nochmal Grundwissen, wir können ja jetzt hier nochmal drauf gehen. Gut, da muss ich mal nochmal zurückklicken, dass ich den Link dann habe. Genau, hier haben wir wieder die rechte Faustregel. Waren sie nicht vor uns rechte Handregel? Aber das ist, glaube ich, dasselbe, oder? Hier ist es der rechte Handregel. Und hier ist es der rechte Faustregel, ne? Aber ist nicht so, dass die euch mit Begriffen verwirren wollen. Nein, denke ich mir alles aus, ne? Hier haben wir es nochmal festgehalten. Ich muss es ein bisschen hinmachen, mein Kamera-Akku kackt gleich ab und ich penne gleich ein. Also hier wird auch wieder nur auf den einen Zustand hingewiesen und den zweiten, das Umpolen, müsst ihr euch wieder dazu denken. Gut, da ist die Seite fast besser als die davor, da speichere ich mir die. Magnetische Spannung habe ich mir dann noch rausgesucht. Also im Grunde genommen auch wieder nur die... Ah, hier, ich glaube, hier war das, hier unten stand das irgendwo. Magnetische Durchflutung einer Spule. Das ist interessant, hier wird das immer mit dem Luftspalt erklärt von Spulen. Könnt ihr euch, wer sich da interessiert, gerade das Tooltief-Bastler und so, könnt ihr euch auf jeden Fall mal durchlesen, sehr interessant. Ja, hier wird auch wieder nicht auf die Sache eingegangen. Ist ja doch klar, es wird vorausgesetzt, okay, jeder Elektriker weiß, Spule, Batterie ran, ist ein Magnet, pulst um, fertig. Ne? Braucht man nicht mehr hinschreiben. Aber im Grunde genommen fehlt halt eh ein Zustand. Ne? Dann habe ich hier nochmal Magnetismus grundlegend. Hier haben wir nochmal rechte Handregel. Na gut, das könnten wir dann, wenn ich jetzt runterklicke. Ne? Also wir haben rechte Handregel und rechte Faustregel. Und da, hier ist das, glaube ich, genau. Deswegen habe ich mir das, glaube ich, so. Wird ein Stromdurchflussleiter mit der rechten Hand so umfasst, dass eine Daumen in die Richtung der konventionellen bzw. technischen Stromrichtung, jetzt wird er wieder verwirrt mit technischer Stromrichtung und physikalischer Stromrichtung. Aber er wird ja nicht ver... Nein, bilde ich mir alles ein, ne? Bla bla bla. Im Grunde brauchen wir gar nicht weiterlesen, weil die meisten schon bei technischer und konventioneller Stromrichtung raus sind, ne? Das... Wie gesagt, ich sage nicht, dass das hier mit Absicht ist von denen, die das geschrieben haben. Nee, nee, das war vor 100 Jahren auf dem Bild. Die Strolche, die waren das. Also, sagen wir es mal so, hier sind jetzt schon die Mittel, wenn man die Grundexperimente macht, mit meinetwegen so einer Spule, dann eben, also du brauchst zwei Spulen, ne, da geht es ja schon los. Und hier wird immer halt nur immer eine gezeigt, ihr testet das alles mit einer Spule und alles ist richtig und ihr sagt, ja, und der Action ist halt doof. Ja, viel Spaß, ihr kauft dann halt die Sachen, ne? Egal. Man braucht halt dann auch zwei Spulen, ne? Und nicht zwei gleiche. Hier wird immer nur mit gleich und eine erklärt, ne? Ja, wie gesagt, hier ist mit diesen Regeln, die hier aufgestellt sind, kann man es rauskriegen, ne? Es steht nicht da. Man kann aber theoretisch es rauskriegen. Meine Meinung, ne? Warum das natürlich jetzt 100 Jahre noch keiner geschafft hat, keine Ahnung. Es ist natürlich einfach zu sagen, im Nachhinein das zu erkennen. Ne? Wenn du es vorher nicht gewusst hast, ist also meiner Meinung nach schwierig. Hätte ich das Experiment vorher nicht gemacht, hätte ich das ja auch nicht wirklich verstanden, bin ich ehrlich. Ne? Und ich denke, das geht vielen so. Dies wird keiner zugeben, ne? Die wissen immer alles. Und, ja. Naja, wartet ab, guckt meine Serie zu Ende an oder nicht, ist mir scheißegal. Ne? Dann könnt ihr noch was lernen. So, wir gehen jetzt mal hier noch weiter. Hier ist nochmal Supraleiter.
Warte, machen wir hier noch was? Veranschaulichen. Diamagnetismus, Ferromagnet. Das ist auch sehr interessant. Kann man sich auch mal durchlesen. Schadet auf jeden Fall nicht. Ja, aber nochmal liebe Grüße an Micha gehen raus hier von wegen Ausrichtung, ne, und so. Haben wir hier auch nochmal. Also das ist schon... Ist ja nicht alle... Wie gesagt, es ist nichts... Es ist einfach nur weggelassen worden. Ne? Deswegen passt doch der Rest alles. Total genial. Naja. Hier haben wir nochmal in der Biologie. Bla, bla, bla. Umgangssprache. Ah, hier haben wir noch was. Nee, das ist nur Abschirmung. Ne? Hier haben wir Nord-Süd. Und wieder nur eine Flussrichtung. Und da kommst du eben nicht drauf. Gut. Achso, Stand ist übrigens 17. Nee, das sieht man wieder. 17.03.2023. Spule Elektrotechnik. Das hätte ich vielleicht mal zuerst machen sollen. Ne? Hier haben wir schöne Beispiele. Da hätte ich euch nicht hier meinen Krempel zeigen müssen. Hier habt ihr es im Endeffekt nochmal. Einen Stab, einen Kern. Ist boogie wie die Spule. Na gut, ist nicht ganz boogie. Bei einer Eindrahtspule ist es fast egal, wie gesagt, wobei beim Stab und beim Ring die Magnetfelder um 180 Grad gedreht sind. So, und ja, jo, es war eben auch wieder die Frage, Wickel. Hier haben wir wieder das Schaltzeichen. Ich hätte euch wahrscheinlich die Seite zuerst zeigen sollen. Na egal, hier haben wir dann auch nochmal so ein Bild, was wir auch von der Seite gesehen haben. Ne? Deswegen wird, denke ich mal, das hat jeder drinnen, bei den Physikseiten steht das dann nicht mehr so vereinfacht erklärt da, weil das ja eigentlich jeder weiß, denke ich mal. Ne? Hochfrequenzspulen etc. aufs Magnetfeld direkt wird auch hier nicht eingegangen. Hier wird sich damit zufrieden gegeben, dass man es eben umpult und fertig. Ne? Hier auch, hier ist der Trick, dass eben mit auch immer nur mit einer Spule gearbeitet wird. Und ja, ich denke, das war's. Ne? Wie gesagt, ich ist hier nur, dass wir das mal festgehalten haben. Und dann können wir mal ein schönes Video machen und uns kaputt lachen, wie es dann die Abschreiber, wie sie abschreiben. Sie müssen es ja jetzt dann, ne? Weil ich denke mal, der eine oder andere von euch wird nach der Playlist kapiert haben, um was es geht. So, geht's weiter. Hier haben wir wieder Plus Süd, Minus Nord. Ja, warte mal, steht hier da, ein einfacher Elektromagnet besteht aus einem Eisenkern, der gewickelt ist. Ein Kern aus ferromagnetischem Material wie Eisen dient zur Verstärkung des erzeugten Magnetfelds. Die Stärke des erzeugten Magnetfelds ist proportional zur Stromstärke durch die Wicklung. Fließt. Mir fehlt. Fließt, oder? Ah, ich bin ja schon ein bisschen müde, aber ich glaube, das ist doch schon wieder falsch. Naja, Abschreiber halt, ne? So, ja, geht's ein bisschen Geschichte. Wir haben Geschichte auch viel aufgearbeitet. Da können wir im Endeffekt auch schon wieder 20 Videos machen. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles machen soll. Ja, machen wir weiter. Hier, dieser Ostritt, genau, bla bla bla. Die Richtung der magnetischen Feldlinien in den einzelnen, genau, hier haben wir dieses berühmte Bild, Nord-Süd. Umgepult, andersrum, weiter wird nicht drauf eingegangen. Wobei, wird er leider so von Hand und fast gedacht, dass der abgespreizte Daumen in Richtung von Plus, Minus, technische Strom, ja, aber wenn er technische Stromrichtung ne, zeigt, dann zeigen Finger der richtigen Feldlinie, die Felder der einzelnen Windungen summieren sich zu Entwicklungszwischen im Gesamtfeld. Ja, gut. Alle Stromrichtungen sind gleichsinnig und verlassen den Eisenkern. Dort bildet sich der magnetische Nordpol. Alle Feldlinien treten am magnetischen Südpol wieder in den Eisenkern ein. Also das ist hier, ne, alle Stromrichtungen der Windung sind gleichsinnig. Das ist ein kleiner... Ich denke, da haben die sich damals kaputt gelacht, ne, weil das ja die dressierten Affen schön alles wieder nachplappern, auswendig lernen und nichts verstehen. Gut. Machen wir weiter. Wie gesagt, mein Akku klappt. Bauheiten, Besonderheiten. Damals hier noch. Ne? Was ist das? Elektromagnetische Variablen. Kann man hin und her schieben, Luftspalt. Also, auf das Spezielle wird eben wieder nicht eingegangen. Und wie ihr in meinem Video dann sehen werdet, oder vielleicht schon gesehen habt, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge ich das mache, habt ihr ja locker über 100% mehr Wirkungsgrad mit meiner Wicklung. Ne, das ist ja nicht erwähnenswert. Ne? Warum denn auch? Wir haben auch keine Energieprobleme. Warum? Ist alles egal. Ne? Gut. Ah ja, aber nochmal von CERN ist das, ne? Oder? Spule von Nee, oder? Nee, das war in Deutschland.
Das komische. Na egal. Egal. Spule ohne. Nee, das war's dann auch schon wieder. Das war, wie gesagt, der Artikel Elektromagnet. Jetzt haben wir hier noch die Helmholtz-Spule. Achso, die hatte ich noch gesucht. Da sind wir schon am Ende der Aufzeichnung. Ich lasse das jetzt. Wir machen jetzt hier mal Schluss. Es ist schon lang genug geworden, das Video. Einfach nur zur historischen Aufzeichnung, zur Sicherung für mich, ne, dass ich eben, dass ich mir das nachweisen kann, wenn die Matrix das wieder adaptiert oder assimiliert, dass sie dann immer alles gewusst haben und so. Es ist aber schon wirklich signifikant. Ihr habt es ja hoffentlich im Test gesehen und hier seht ihr auch mal, dass es nirgendwo erwähnt wird. Ne? Ich werde dieses Video privat hochladen, also erstmal nicht öffentlich und versuchen, allen MBN-Mitgliedern das mal zu schicken und die sollen mal in die Tasten hauen, wer da Zeit oder Lust hat und mal versuchen, eine Seite zu finden, die das eben erklärt, den Unterschied, den dritten Zustand, sage ich mal, der Spule. Dann könnte ich das noch in meine Reihe mit reinnehmen. Vielen Dank nochmal an alle MBN-Wirkenden, sage ich jetzt mal, und vor allen Dingen die Hangout-Teilnehmer, die mich immer fleißig unterstützt haben. Ne? Also es ist auch nicht alles, wie gesagt, was da passiert ist damals bei meinem Aufbau, das habe ich rausgekriegt oder das mir passiert Zufall, ne? Und aber das Ganze auszuklamüsern, ne, euch jetzt hier das Video machen zu können, halbwegs frei sprechen zu können, das war viel Arbeit und da möchte ich mich nochmal bedanken für alle, auch die in den an Discord immer abends dabei waren, die ich mal gelöschert habe. Wir haben oft, habt ihr bestimmt an mir gezweifelt, ob ich jetzt total durchdrehe oder so, weil es wirklich nicht einfach war. Ne? Also dieses ganze Magnetfeld, technische Stromrichtung, physikalische Strom, ist jetzt plus Nord, Süden, oben, unten, rechts, links, bla. Puh, ne? Und da war es gut, euch zu haben, Jungs, euch zu haben, Jungs, einfach mal wieder runterholen, ne? Einfach mal sagen, hey, Libby, bist du denn blöde Mensch hier, denk doch mal einfacher, so und so ist es. Und das hat mir dann auch viel geholfen, es eben am Ende dann jetzt irgendwann auch mal zu erklären. Ne? Ich habe jetzt bis jetzt nur gezeigt, jetzt habe ich hier gezeigt, wie es war. Und ja, das große Erklärbär-Video, das kommt ja auch noch. Ne? Naja, ich gebe mein Bestes, Jungs, aber da brauche ich einfach Zeit. Ne? Ich kann das nicht alles, in 5 Minuten geht das nun mal nicht. Ihr seht ja hier, 50 Minuten nur zur Datensicherung. Das sind alles solche Videos, wären das. Ne? Gut. Ja, vielen lieben Dank, wer so lange dabei war. Bitte nochmal Hashtag Recht, dass wir das mal festhalten. Auch für die NBN-Bastler, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich konnte nichts finden, dann einfach Hashtag Recht. Und wenn nicht, Hashtag Unrecht. Und dann gucke ich mir die Sache an. Gucken wir mal, ob es da schon was gibt. In diesem Sinne, lasst knacken. Lasst euch nicht verarschen. Und vor allen Dingen das Allerwichtigste, verarscht euch nicht selber, ne? Das Allerwichtigste.